schon wieder los, oder was? Ja. Alles klar. Servus. Servus zusammen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich klappe zu. Und worüber möchte ich mit euch sprechen? Über das Thema, so gewinnen wir Mitarbeiter. Also so geht das. Und was wir da echt anders machen. Also ich zeige euch den kompletten Prozess, wirklich Blick unter die Motorhaube. Könnt ihr nachmachen. Gute Idee, oder? Nachmachen ist immer cool. Von daher gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Let's go! So, also, so gewinnen wir Mitarbeiter. Und das Erste, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist schon mal im Grundsatz etwas ganz anderes. Beziehungsweise bevor ich einsteige. Wir machen zwei Sachen. Erstens, ich erkläre euch, wieso ich das mache. Weil ich im letzten Video mit euch gesprochen habe, wie du richtige Leute anziehst und so weiter und so fort. Und da kam viel Reaktion, weil ich auch gesagt habe, soll ich noch mal ein Video machen zum Thema, wie bei uns der Prozess ist. Also mache ich das, zeige ich diesen Prozess. Erstens. Zweitens, ich mache das ganz kurz und knackig, okay? On point, du machst nach, hast Erfolg, Feierabend, okay? Wir beginnen erst einmal mit dem Prinzip. Weil das Prinzip, was wir anwenden, ist ein völlig anderes als andere Firmen, die ich kenne, anwenden. Weil in der Mitarbeiterrekrutierung, in der Mitarbeitergewinnung sprechen immer alle von einem Selektionsprozess. Ja, also du selektierst die richtigen Leute. Alles nett, das interessiert mich aber nicht. Das, was wir machen, ist ein Deselektionsprozess. Ja, also wir deselektieren. Deselektionsprozess. Weil anders als vielleicht viele denken. Viele denken mir, ja, ich schalte eine Anzeige und ich will möglichst viele Bewerber haben. Sag ich, nee, eigentlich will ich gar nicht maximal viele Bewerber haben, sondern ich möchte nur Bewerbungen von Leuten kriegen, die wirklich ein Match sind, die wirklich richtig gut passen. Im letzten Video habe ich ja darüber gesprochen, vor ein paar Tagen, zum Thema Werte. Werte, Mission, Vision. Und dass du die Leute anziehst, die diesen Werten entsprechen. Und das ist genau der Punkt. Weil ich möchte eigentlich nur Bewerbungen haben von Leuten, die dort wirklich reinpassen. Weil ich, wo ich weiß, ja, okay, das ist ein Kulturfit, das ist ein Skillset-Fit und das ist ein Wertefit. Also da muss es passen. So, von daher, wir arbeiten mit einem Deselektionsprozess statt einem Selektionsprozess. Das ist schon mal das Erste, was wir anders machen. Ja? Und dann ist die Frage, okay, cool, haben wir verstanden. Wie geht's? Schreib mal auf. Wie geht's? Wie geht's? Erkläre ich dir. Das, was wir machen, wenn wir eine Stelle ausschreiben, ist, wir erstellen immer eine Landingpage. Und die sind ganz, ganz simpel. Wir haben eine Landingpage. Auf dieser Landingpage ist auf der einen Seite Text und auf der anderen Seite ein Video. Dieses Video nehme ich echt auf, ja, kein Scherz, in der Regel mit dem Handy. Ganz simpel. Der Text dieser Seite sagt, um was geht es? Was ist der Job? Gibt so ein paar Grundinformationen. Was ist es? Was ist die Aufgabe? Vollzeit, Teilzeit? Was ist das erforderliche Skillset, was die Leute mitbringen sollen? Also wirklich so ein paar Hardfacts reinschreiben, aber auch Softfacts reinschreiben. Also Hardfacts im Sinne von, welche Ausbildung sollen die haben? Softfacts im Sinne von, welche Persönlichkeitsausprägungen möchtest du? Dann schreibst du auf die Seite in den Text auch schon direkt deine Werte rein. Ja, deine Werte, deine Mission, deine Vision. Muss da drauf. Und dann nimmst du noch ein kurzes Video auf dem Handy, das ist 3 bis 5 Minuten, wo du im Wesentlichen nur sagst, hey, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, schön, dass du auf der Seite gelandet bist, du siehst hier auf der Seite schon, was es geht, wir suchen einen, zack, und dann einen Titel nennen, was ihr sucht oder was du suchst. Und dann sagst du, was soll ich hier groß sagen, im Prinzip findest du hier alles und in dem Video gibst du dann einfach nur so ein bisschen Orientierung. Lies dir also bitte den kompletten Text hier durch. Uns ist vor allen Dingen wichtig, dass du nicht nur von deinen Skills her, sondern auch von deiner Persönlichkeit und von der Kultur her zu uns passt. Von daher empfehle ich dir jetzt, lies dir das hier alles durch und dann trag dich unten ein und wir schicken dir weitere Informationen zu dieser ausgeschriebenen Stelle zu. So, das ist es. Du hast Text und Video auf dieser Seite. That's it. Weil das Ziel dieses Videos ist es, dass du das hier bekommst. Opt-ins.
dass sich also Personen, die es interessiert, eintragen. Oh, ich hab die Kappe verloren. Dass sich Leute eintragen und damit dann, Achtung, Stufe 3 in deinen Funnel kommen. Und das ist genau das, was wir nutzen. Wir nutzen einen dann Deselektionsfunnel. Und dieser Funnel, also ich mache hier nochmal den Match kurz, die Verbindung zum Deselektionsprozess. Dieser Funnel ist wirklich deselektierend. Das heißt, auf dieser Seite, ja, die schreibe ich auch sehr ausschmückend und schön, sodass sich maximal viele eintragen. Aber dann bin ich im Funnel sehr selektiv und möchte eigentlich, dass sich dann nur noch die richtigen Leute bei uns melden. Und wie mache ich das? Indem wir danach als Stufe 4, dann erkläre ich euch auch gleich, wie wir es machen, hier die Bewerbung platzieren. Also erst nach dem Funnel kannst du dich wirklich bewerben. Und zwar Bewerbung auf eben Gespräch. Also Kennenlernen, Vorstellungsgespräch, wie auch immer man das nennt. So, hier gehen die Endpunkte. Bewerbung auf Gespräch. So, das ist also die Reihenfolge. Okay, diese 4 Stufen sind es da. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ja okay, habe ich kapiert. Aber Pascal, sag doch mal, was ist der Inhalt des Funnels? Liefere ich dir jetzt. Inhalt des Funnels. Gucken wir uns das an. Und das schreibe ich mal hier hin. Nehme euch ein Blau, dann bleibt das schön einheitlich. Inhalt des Funnels. Was sagen wir da und wie viele E-Mails sind es, die Menschen bekommen, die sich dann hier eintragen? Im Prinzip spreche ich mit den Leuten über 4 Sachen. Relativ simpel und das ist jetzt auch nichts Neues. 1, 2, 3, 4. Was ich in diesem Funnel mache, ist, ich schicke ihnen E-Mails. Und aus diesen E-Mails heraus, nicht immer, aber manchmal, entweder habe ich in den E-Mails einfach nur Text oder ich schicke die Leute auf eine weitere Landingpage mit einem Video. Weil was ich jetzt mache, ich lasse den Funnel die Arbeit tun. Weil ich habe keine Lust, mich mit 30 Leuten hinzusetzen, mit 30 oder noch mehr Leuten Skype-Telefonate zu führen, erstmal zu prüfen, passen die überhaupt, sowohl aus meiner Sicht, aber auch aus deren Sicht, ist das überhaupt das Richtige? Weil oft ist in einem Bewerbungsgespräch auch so, dass dann der Bewerber sagt, ah nee, habe ich mir anders vorgestellt und ich glaube, wir finden ihn nicht zusammen. Ich will, dass der Funnel für mich die Arbeit macht. Also schicke ich E-Mails und in den E-Mails gebe ich Content. Content, der am Ende das erste Vorstellungsgespräch ersetzt. Okay? Und was ich da mache, ist ganz einfach, ich spreche über unsere Werte. Typischerweise, und das ist mir auch mit das Wichtigste, verschicken wir eine E-Mail mit einer Landingpage. Auf der Landingpage ist ein kleines Video, was ich aufgenommen habe, in dem ich über die Werte spreche. Wirklich, also ganz klar sage, schau mal, das sind unsere Werte und dann begründe ich die Werte. Okay? Das kannst du mit dem Handy aufnehmen. Das muss ja nicht hier irgendwie High-End-Production sein. Werte. Dann spreche ich in einer nächsten E-Mail über unsere Mission, erkläre die und auch über unsere Vision und erkläre die. Was der Unterschied ist, habe ich letztens in einem Video schon mal erklärt. Also kannst du das angucken und hast dann damit das Rüstzeug zusammen. Okay? Und dann spreche ich natürlich über die, ganz, ganz wichtig, ich nenne es mal Aufgabenbeschreibung, dass ich hier wirklich ins Detail gehe und sage, schau mal, das ist der Job, so sieht der Alltag aus, das sind die Erwartungshaltungen, das sind aber auch vielleicht die Vorteile dieses Jobs. Und damit habe ich eigentlich 4 Punkte, die am Ende 2 Sachen machen. Und das ist das Schöne hierbei. Die machen 2 Sachen. Hierdurch erreiche ich 2 Sachen, weil am Ende können die Leute sich ja dann bewerben. Ja, hier, das ist ja dann der nächste Schritt. Bewerbung aufs Gespräch. Das hier ist der Inhalt des Funnels. 2 Sachen erreiche ich. A und B. A erreiche ich, dass du wirklich nur noch mit den Leuten dann sprichst, wenn sie sich bewerben, die A wirklich interessiert sind. Guck mal, die haben jetzt diesen Funnel gesehen. Die müssen die E-Mails öffnen. Das geht ja nicht alles in einem Tag. Das gehen vielleicht 1, 2, 3, 4 Tage. 4 Mails, 4 Tage. Nur die alles sehen und dann sagen, ja stimmt, finde ich gut. Und die sich dann bewerben. Da kannst du von ausgehen, interessiert auf jeden Fall. Die haben Commitment, die haben Lust. Die sind interessiert, das ist ganz, ganz wichtig. Und B, sie haben genau deine Werte verstanden. Deine Werte, deine Mission etc. haben sie verstanden. Die haben auch in der Regel wahrscheinlich verstanden, was die genauen Aufgaben sind dieses Jobs. Heißt also, du hast hier eine wahrscheinlich sehr qualifizierte
qualifizierte Gruppe in Frage kommende Bewerber. Das heißt also, all das, was in so einem Bewerbungsprozess halt viel, viel Arbeit macht, nämlich diese Vorgespräche, klar, heutzutage kannst du das irgendwie per Skype machen oder so, oder Video, irgendein Videochat, damit du auch den Menschen dazu siehst. Aber all diese Arbeit kostet ja trotzdem Zeit. Und ich spare mir diese Zeit gerne, indem ich es zu einer Hohlschuld des Bewerbers mache. Das ist ganz, ganz wichtig. Sich das hier reinzuziehen ist, Achtung, die Hohlschuld des Bewerbers. Die Person soll sich das alles anschauen. Ja, das geht über 4 Tage. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Und ja, da gibt es viel zu konsumieren. Videos, Texte, die sie sich durchlesen. Aber nur die, die das machen, die Energie dafür aufbringen, in diese Hohlschuld zu gehen und sagen, ja, das will ich, ich will das haben. Ich habe verstanden, hier ist ein cooler Job, ich habe verstanden, das ist ein cooles Unternehmen. Nur die, die sich das wirklich reinziehen, kann ich doch schon mal von ausgehen, die haben auch Interesse. Und die, die sich dann wirklich bewerben, die haben in der Regel auch, guck mal hier, deine Werte, deine Mission, deine Vision verstanden und die genaue Aufgabenbeschreibung. Wenn ich mit denen spreche, sind das vielleicht weniger, aber, und das ist der Schlüssel, lass mich das mal hinschreiben, weniger, aber besser. Zeit, effektiv, ökonomisch, à la Excellence. So will ich es sagen. Ja. Und wenn du sagst, das ist cool, dann schreib mir mal in die Kommentare Hashtag Mitarbeiterfunnel. Hashtag Mitarbeiterfunnel, weil dann weiß ich nämlich, dass dir das gefällt. Und dann kann ich weiter solche Insights raushauen bei uns, wirklich so aus der Praxis, wo ich meine, das ist ja wirklich, ich mache einfach die Motor auf. So läuft es bei uns. Und ich glaube, viel mehr muss ich auch nicht zu erklären. Es ist simpel. Wenn dir das gefallen hat, würde ich sagen, probier es einfach mal aus in der Praxis. Ja, das ist ein bisschen Arbeit, das zu erstellen. Aber ich habe das schon mal in einem Video vorher gesagt. Einmal gedacht, 1000 Mal gemacht. Einmal die Arbeit reinstecken und dann macht die Maschine den Rest für dich. Und das sind ja auch Dinge, die kannst du, egal für welchen Job du künftig ausschreibst, kannst du immer wieder benutzen. Du musst ja nicht für jede Stelle neu machen. Okay, sondern es ist ja deine Werte, deine Mission, die Vision bleibt gleich. Okay, Aufgabenbeschreibung ist je nach Job anders, aber weißt du, die hängst du dann einfach hinten dran. So, das heißt also, probier es aus und wenn es dir gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben. Außerdem, unbedingt auf Abonnieren klicken. Abonniere diesen Kanal, weil wir hauen hier einfach Content für dich raus, von dem ich einfach hoffe, dass es dir hilft. Und klicke auf die Glocke, damit du informiert wirst, wenn das neue Video kommt. Und in dem Sinne, hinterlass mir den Kommentar mit Hashtag Mitarbeiterfunnel. Dann weiß ich, dass es dir gefallen hat. Ansonsten gerne auch, schreib mir deine nächsten Videowünsche rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, dein Pascal.